What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Zurück aus meiner Dead by Daylight Pause, Freunde. Ja, ich habe ja jetzt so einen Monat lang Pause gemacht, ne? Bin jetzt Rang 13, denn die Ränge wurden zurückgesetzt. Und wir gucken doch mal, ob ich das Spiel jetzt überhaupt noch irgendwie beherrsche, ne? Ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich wäre mir da jetzt nicht mehr so sicher. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Ihr seht, ich bin heute unterwegs mit unserer lieben Claudite. Die habe ich mal wieder ein bisschen ausgepackt hier. Habe sie für euch sexy angezogen. Ne? Solche Hotpants hier. Dann ja, ein eher dunkleres Top. Um nicht ganz so einfach hier entdeckt zu werden. Und versuche mich jetzt hier im Generatoren machen. Ich treffe hier die Skill-Checks. Das ist ja schon mal gut, ne? Also ich sage hier nicht, dass ich unbedingt die Great-Skill-Checks treffe. Die treffe ich sogar, aber weil kein Ruin drauf ist, ne? Nur deswegen jetzt, weil kein Ruin drauf ist. Gut, ich habe nach wie vor keinen Plan. Wir haben den Killer. Er ist nicht AFK, denn da ist auf jeden Fall jemand angeschlagen. Ich hoffe mal, dass sich das mit den Disconnects mittlerweile ziemlich erledigt hat und die Leute nicht mehr ganz so oft disconnecten. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich weiß es gar nicht, aber mal gucken. Oh, so ein Trapper. Trapper ist eh schon nicht so nice für mich jetzt, ne? Denn da laufe ich ja grundsätzlich in die Fallen. Aber wir haben das mal erledigt. Jo. Perk-mäßig, Freunde, was habe ich denn hier überhaupt eingepackt, was habe ich mitgenommen? Ich habe natürlich standardmäßig unser Self-Care mit dabei, ohne dem ich eigentlich gar nicht so gern spielen möchte. Ne? Das macht halt schon einiges aus, wenn man Self-Care mit hat. Dann habe ich Balanced Landing Standard, was ich eigentlich immer damit dabei habe, um einen Sprint-Boost zu haben. Und Balanced Landing ist da für mich eigentlich so der Perk, den ich am allerliebsten mag, weil er eben nicht nur den Effekt des Sprint-Boosts hat, sondern auch noch den Nebeneffekt, der mir sogar noch viel wichtiger ist, dass ich nicht so lange gestunt bin, wenn ich irgendwo runterspringe oder so. Das ist schon ein wirklich ziemlich geiler Effekt, ne? Und der ist halt dauerhaft. Der macht schon einiges aus. Dann habe ich Adrenalin mit eingepackt, um hier, ja, einfach ein bisschen geheilt zu werden, wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt sind. Und natürlich dann noch dieser Effekt, wo wir auch den Sprintboost haben. Der ist auch nicht schlecht, ne? Aber, jo, ist ja nicht nur das. Ist ja nicht nur das. So, da geht schon jemand hin zum Haken. Darum habe ich mich jetzt ja auch nicht hier wegbewegt. Und, Freunde, dann habe ich mit dabei Medal of Man. Ja? Dieses Perk, das ja mit Ash rauskam. Und ich überhaupt keine Ahnung habe, ja, damit, denn ich habe noch nicht wirklich damit gezockt, muss ich sagen. Ich habe es mir hier auf der Claudite geholt, ne, und wollte es mal testen, bin mir aber nicht so sicher. Ich glaube, in dieser Runde bekommen wir das nicht zusammen. Medal of Man, ich weiß es jetzt gar nicht, wie es denn auf Deutsch heißt. Ja. Wir gucken aber nach dem Game noch rein, würde ich sagen, damit auch jeder noch sieht. Wobei, muss man das? Nö, ich habe doch eine Ash-Folge. Freunde, ich habe eine Ash-Folge aufgenommen, ne? Ich habe eine Ash-Folge aufgenommen, da habe ich eigentlich eh erklärt, was Medal of Man ist. Aber wir gucken trotzdem nach dem Spiel noch kurz, wie es auf Deutsch heißt, das weiß ich nämlich gar nicht, ne? Also Selbstcare, Selbstfürsorge auf Deutsch, ne? Kein Adre? Kein Adre, schade. Aber natürlich ist Nöd mit dabei. Okay. Jetzt frage ich mich gerade, ist der jetzt down? Ich weiß es nicht mehr. Nein, der hängt jetzt. Meine, soll ich es riskieren hier? Oh mein Gott, ey, Leute. Ja, genau. Und wir sind übrigens hier ja angekommen. Wir sind angekommen, Freunde. Okay, okay, okay. Hier in dem Patch sind wir angekommen. Ja. Okay, Leute.
So, das die Kacke ist. Ja, das war der Plan hier. Oh, ich war gerade ein bisschen still, aber dieser Sprintboost hat es mir gerade gebracht. Tschüss, tschüss. Okay, wir sind raus hier. Was wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen? Wo sind wir angekommen? Ey, das war ein richtig kurzes Game hier. Gucken wir noch kurz zu. Ja, hier in dem neuen Patch. Wir haben das hier. Der Name fällt mir nur gerade gar nicht mehr ein. Ne? Ich finde es aber ziemlich nice. Es sieht geil aus. Ne? Den Tod hätten wir uns eigentlich sogar ansehen können. Aber ich denke mal, Freunde, dass wir Endgame, übrigens Endgame heißt es, Endgame Collapse, ne? Ich denke mal, wir werden das sicher noch sehen. Das wollte ich gerade GG schreiben. Wir werden hier sicher noch reinsterben irgendwann, ne? Den Pip haben wir bekommen, sehr viel haben wir leider nicht gemacht in dem Game. Aber ich bin ja schon ziemlich froh. Och, hier haben wir wirklich nichts gemacht. Bist du gelähmt, Freunde? Dafür, dass ich eigentlich hier die Generatoren gemacht habe, einen angehuckt habe, rausgekommen bin, habe ich echt wenig Punkte. Naja. War jetzt das erste Game, Leute, nach meiner AFK-Zeit. Ein kurzes Game. Ich bin aber schon mal froh, dass wir hier eine Runde zusammengebracht haben. Ich habe momentan echt Probleme hier mit der Lobby. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob es nur mir so geht, dass es ziemlich lange dauert, hier Lobbys zu finden. Ich werde mich mal wieder ein bisschen einspielen hier. Hoffe, wir bekommen ein paar Runden zusammen, um hier das Ganze wieder, so ein YouTuber übrigens, um hier das Ganze auch wieder aktiver zu gestalten, ne? Wenn es sich zeitlich natürlich auch ausgeht. Ich hoffe, dir hat es jetzt trotzdem gefallen. Ich hoffe, du hast wieder Spaß an dem Projekt und lass einen Like da, würde mich wieder freuen. Ich werde aber auch andere Projekte auf jeden Fall auch bringen. Werde es vielleicht nicht mehr ganz so intensiv mit Dead by Daylight. Mal gucken, Freunde, mal gucken. Ne? In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.